Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's euer lieber Odo und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Yay. Eigentlich nicht nur mit Österreich, sondern mit Deutschland, nachdem sich die ganzen deutschen Staaten hier freiwillig angeschlossen haben. Ja. Anyway, wir haben wieder drei Konflikte, mit denen wir fertig werden müssen. Also eigentlich haben wir nur zwei Konflikte, mit denen wir fertig werden müssen und einen Konflikt, wo wir uns halt eingemischt haben, weil wir uns gedacht haben, jetzt ist Abo. Weil wir haben noch immer eine große Menge an Truppen mobilisiert und wir können sie nicht demobilisieren, solange wir nicht ohne Konflikt sind. Ja, anyway. Deswegen habe ich mich auch in den dritten gleich eingemischt, weil man gesagt hat, wurscht. Der dritte ist auch der, der als nächster ausbrechen wird, nämlich Katiri gegen seine eigene Revolution. Das haben wir schon mal gemacht und das machen wir wieder. Wir schicken einfach ein paar Truppen hin und helfen der Regierung, ihre Revolte niederzuschlagen. Das zweite ist die Revolte in Krakau. Sobald wir die niedergeschlagen haben, werden wir Krakau unabhängig machen, dass wir uns dann nicht mehr einmischen müssen. Das geht mich so an. Das ist jetzt 315. Mal und das letzte Mal sind die depperten Russen eingestiegen in den Kampf und haben alles nur schrecklich gemacht. So, Mexiko hat einen Defensivpakt mit uns geschlossen. Wir haben einen Haufen Influence-Punkte. Wir sind, glaube ich, auch nicht mehr, ja, wir sind auch nicht mehr infamous. So, was ist das hier? Sachsen-Meiningen gegen seine kommunistische Revolte. Ihr wolltet nicht Teil von Österreich werden, also könnt ihr nicht gern. Und zwar sowas. Ja, wir haben ein wirklich großes Minus hier. Hängt hauptsächlich damit, glaube ich, zusammen, dass wir ganz, ganz viele Staaten haben, die noch nicht integriert sind. Aber wir arbeiten daran, dass die Staaten integriert werden. Und dann wird alles gut. Das ist wurscht ist in Wirklichkeit. Wir haben hier noch keine Truppen. Die kommen irgendwann nochmal, aber wenn sie dann da sind, dann rollen sie über die anderen drüben. Welche drei sind das? Wieso sehe ich die nicht? Normalerweise sehe ich die hier, wenn die an die Front rennen. Okay. Wie heißt die Front hier? Front in Jemen Front ist das. Jemenfront. Jemenfront da, du. Wie lange brauchst du noch hin? Noch 29 Tage. Okay. Nachdem die anderen sowieso keine Truppen mehr haben, ist es ein bisschen länger, bis der Krieg vorbei ist. Aber wie schon gesagt, die zwei Sachen sind bald. Dann. So, da haben wir jetzt auch Truppen stationiert. Passt. Der Front. So, was für einer? Kannst du gut angreifen? Eigentlich nicht. Wieso greifst du eigentlich an? Wenn du kein guter Angreifer bist. Greif drüben an. Passt schon. Oil discovered in East Borneo. Ja, das hilft mir nicht viel. Und Rub discovered in West Borneo. Auch das hilft nicht allzu viel. So, haben wir eigentlich an der Front
So, Krakau, irgendjemanden stationiert, ja, 200. Auch da wird ein sehr kurzer und schmerzloser Krieg, wahrscheinlich schneller als in Kathiri. Das längste wird der Aufstand in Ägypten sein, den wir sicherlich auch niederschlagen werden. Yay, und schon sind unsere Truppen hier. Yes. Seht ihr? Alles kein Problem. Proportional Taxation. Ist das eigentlich die, eine andere Art Taxation? Ich glaube. Was bedeutet das? Charge change in revenue from current tax level plus 316k. Nicht schlecht. Wer sind da dafür? Die Trade Unions, wer ist dagegen? Landowners und Industrialists. Achso, ha, was mache ich da? Und wer will das durchbringen? Naja, die Trade Unions nehme ich mal an. Wer sind von mir in der Regierung gerade? Ah ja, die hier. Ach ja, machen wir das auch. Macht die Leute glücklich. Und mich macht es auch glücklich, weil es im Gegensatz zu. Misery Uprising. Schauen wir mal, was da wird. Das soll direkt alles. So, was ist das? Die Lande möchten ein Trading Agreement. Vielleicht können wir die Lande auch in unseren Dings reinbringen. In unseren kleinen Markt. Aha. Verlieren wir das, obwohl wir die Stärkeren sind? Ist eh wurscht, auf der anderen Seite ist niemand, der verteidigt. Kann uns das einmal da ein bisschen verlieren? Kathiri haben wir erobert, Krakau haben wir so lange erobert, das heißt, ich circa gleich schnell fertig die beiden Kriege. Ah, die Ägypter haben das erobert bei uns, das ist nett. Okay. Auch das Uprising ist super.
Forgets March, oh Gott. Activists led by Reza Slavitz have gathered to protest the lack of voting rights for women in Germany. Niemand darf bei uns wählen. Oh, wir haben wieder eine Revolutionsankündigung. Gut, dass ich das jetzt sehe. Und nicht erst, wenn es spät ist. Warum? Ah, weil wir das Dorf versuchen gut zu bringen, gell? Hm. Oder weil sie das Poor Law enacten wollen. Okay, was ist das? This protest must be heard. Ah, warte. Oder round up and arrest troublemakers. Ah ja, was? Begin jetzt. Oh, wir sind nur noch auf minus 8. Offensichtlich schaffen es die. Achso. Ah, ja. Aber das sollte trotzdem relativ schnell vorbei sein. Die dürften jetzt schon ziemlich stark sinken, oder? Ah. Aber die klicken. Minus 3. Fast. So, nachdem das ist, könnten wir da eigentlich auch. Wieso können wir das nicht machen? Sehr ärgerlich. So. Und Katiri kapiert. Gott sei Dank, unsere Truppen sind wieder frei und wir müssen keine mehr für sie tragen. So, Kapitalisten. Heißt das, die Kapitalisten würden gern das Poor Law enacten? Wie? Was? Seit wann wollen die Kapitalisten sowas? Oder die Industriellen so? Okay, solange es nur auf 60 ist, ist es nicht so schlimm. Wir werden einfach ein paar Sachen tun, die ihnen gefallen und passt schon. So, wir sind jetzt überall im Plus wieder ausgezeichnet. Schauen wir mal, was würde es denn benötigen? Protectorate 13. Echt, ich kann schon wieder Interests deklären. Wieso fliege ich eigentlich ständig rauf auf die Gebiete? Sagt mir das jemand? Südafrika, weil wir und Brasilien. Passt. Dann. Union. Ich kann sie nicht fragen, warum. Ah, weil wir keine cordial relations haben. Ah, I see, wir sind nur neutral. Schau dir was an. Was ist mit dem Papst? Warum wird er nicht akzeptieren? Minus 58, echt so schlecht. Hm.
stark aus dem Silien. Brasilien ist minus 80. Ja, das ist auch schon fast in der Nähe. Okay, Defensive Facts, mit dem können wir die. Wieso können wir schon wieder Belgien? Ich dachte, mit denen haut schon einen Defensive Pact. Was ist, vielleicht können wir es zumindest zu Protektoraten machen, diese Gebiete. Ah, na gut, dann machen wir nochmal. Improvement. Mal wieder Belgien weiter. So, warte mal, wer ist in meiner Customs Union? Wieso ist Belgien nicht mehr in meiner Customs Union? Die waren in meiner Customs Union, ich weiß, das sind. Oh. Grrr. Skandinavien ist meiner Customs Union. Da immerhin. Warte mal, was haben wir hier für Probleme? Schau mal. Da bauen wir Railways, da auch. Ich glaube, das mit den Railways machen wir gerade. Na gut, machen wir weiter. Wir machen Kohle wieder, das finde ich gut. Mit etwas Glück. Können wir da auch wieder zurückgehen ein wenig? Gehen wir da mal rauf. Dass zumindest die Gruppen ein bisschen weniger grantig sind. Und mit vollständigen Regierung der Länder sollte das mit dem Geld überhaupt kein Problem mehr sein. Die ganzen deutschen Staaten sollten eh schnell integriert sein. Das waren, glaube ich, nur 2 Jahre, die die gebraucht haben für die Integration. Für die ganzen afrikanischen dort länger, dort durch 20 Jahre oder so irgendwas. So, aber jetzt mal, können wir eigentlich jetzt, wo wir den Plus haben, sind wir eigentlich wirklich ein Plus? Na, wir sind nicht. Ja. Aber bald ein Plus wieder. Wir. Rein theoretisch. Nein! Nicht auf. Entschuldigung. Da wollte ich eh. Wir könnten eigentlich einige von denen auf höher stellen. Oh. Wir sollten mal alle auf Steam Frame bringen. Ah, jetzt. Steam Frame, gut. Wir könnten rein theoretisch den einen oder anderen auf Arc-Orbit Building gehen. Das braucht ganz schön viel Strom, das Zeug.
Wir brauchen so viel Strom, unfassbar. Machen wir mehr Strom. Ja, Kraftwerke. Was der Markt sagt, baut mehr Kraftwerke. Und baut mehr Öl und Maschinen vor allem. Oh, wir haben einen Lord Advancement gehabt. Das ist aber nett. Stirring Radicalism. The radical liberal currents in parts of Germany are causing a local revolutionary. Okay, was wenn ich das jetzt in Austria mache? Ist es dann weg? Nein. Oh, wieder ein kleines. Könnten wir bitte das mit den Radikalen lassen? So, Maschinen brauchen wir auch. Und dieses Holz. Können wir da noch welches irgendwo her? Nein, das ist alles so teuer, das geht nicht. Mal abgesehen davon, dass sowieso nichts reinkommt. Wo ist das Holz hin? Und warum ist es jetzt weg? Und was habe ich getan? Ah, Paper Skill, das ist gut, das will ich. Mehr Gummi nirgendwo gefunden. Los und los. Ah, sehr gut, sehr gut. So. Mit der Elektrizität noch immer auf plus 35. Auf Kurs. Mal gefragt. So, dann schauen wir mal. Schauen wir noch ein paar Construction Sachen auf. Schlesien, check. Machen wir Anhalt auch. Okay. Check. Hannover. Check.
Böttchenburg. Und man schon wieder einen hohen Elektrizität. Ja, kann ich auch nicht so. Naja. Franken. So, schauen wir mal. 43 States in Turmoil. Also, so wie. Also mit den liberalen Reformen funktioniert irgendwie nicht so gut bei mir. Gibt es irgendwelche Staaten, die nicht versuchen, mich umzubringen? Wieso habt ihr keine Leute? Gibt's denn? Ah, weil das zu billig ist. Ja, das ist natürlich praktisch. Aber Munition kann ich nicht zu billig sein. Ist auch relativ. Ja, so ein Krieg ist vielleicht doch. Alles unter dem. Okay. Die exportieren eigentlich die Sau. Was soll ein Überschuss? So, Navies. Oh, wie soll ich ihn? Ah, nein, Headquarter. Schau das an. Das macht sie nur stärker, oder? Nicht? Ja, das ist nicht gut. Stärkt die Revolution. Oh, das ist interessant. Warum eigentlich? Na gut. So. Ich. Modena. Okay, beide Armed Forces sind. Legen wir uns, was ist das Beste? Ah, oh, mal Kurs. Ich nehme mal an den Futter unten. Ja, okay. Solange keiner mitmacht, ist jetzt nicht so schlimm, oder? Die Revolution wird, glaube ich, abgesagt, weil das sind die ganzen Kleinen, die habe ich nicht mit irgendwas. Und sie sind selbst nicht mehr so radikal jetzt. Irgendwas dürfte passiert sein, was sie mir vielleicht gebaut haben oder keine Ahnung. So, wir brauchen aber dann nicht. Ich zum Beispiel. Schicken wir hier einen Ort. Wir haben
Scheiße verkaufen, loswerden. Was? Das kann ich nicht. Not a comedy. Ach. Nein! Ich hab wieder verschissen. Entschuldigung. So ärgerlich. Was? Seid ihr verrückt, Sardinien? Seid ihr nicht meine Dings? Seid ihr nicht mein Protektorat? Ja. Geht's euch noch gut? Rebellion oder was auch? Ich glaube, die Junge kann man nicht wirklich ändern, oder? Was heißt das jetzt sowieso? Dann brauchen wir da noch eine zweite Truppe. So. Wie werde ich das Time of People überhaupt los? Wenn die Zeit abgelaufen ist. Wie werde ich das los? Noch immer weniger werdend. Kann ich nichts machen. Harte Zeit. Wir haben 1905 einen Haufen Revolutionen. Die kommunistische Partei hat sich sowas an. Rechtzeitig für die nächste. Gut, können wir mal schauen, wer das ist. Oh, das ist interessant. Die Arbeiter und die Intellektuellen sind zusammengegangen in einer Partei. Und die Bevölkerung sind wieder die Kommunisten. Was bedeutet das? Sind das die Parteisymbole oder wie? Welche Länder sind unhappy? Das finde ich gut. Selbst die Kapitalisten, die jetzt rebellious sind, sind gar nicht mehr so schlimm. Weil irgendwie ist ihr Radikalismus gesunken und jetzt. So, 190.000. Haben wir noch ein Minus? Nein, 2,9 Millionen plus. Das heißt. Was ist? Wir machen noch mehr.
Schaden setzt. Auf einer Leistungsstärke 166 produzieren so schnell mittlerweile, was ist ein Wahnsinn. Ah, Pali kämpft schon. Anien. Ich weiß nicht, wo ja Pali war, die mit ihnen gekämpft haben, aber irgendjemand dort im Süden. Und um ehrlich zu sein, ist ich. Und abgesehen davon, dass wir nicht die Schiffe haben, Großbritannien richtig anzugreifen. Oh, Support Fürst. Political wills and desires of the lower class will always remain an opaque matter. For whatever reason, support for proportional taxation has spread like wildfire across Germany, spurred on by charismatic speakers and lively debate old times clubs. To enact proportional taxation, get grassroots supports permanently. 20% political movement support. Use this common ground to calm the masses. Oh, das ist auch schön. Ja, aber so sind wir ein bisschen schneller durchs Gesetz, oder? Ja. Keine Gegnerschaften mehr. So, das mit Modena sollte eine kurze Sache werden. Und sonst haben wir ja gar keine Kriege oder Konflikte, die uns interessieren. Farms. Unlocks Assembly Lines. Furniture, Tooling und Motor Industrie. Das macht die Dinger besser. Mehr Öl, Tools und Electricity. Warum auch nur? Die Sachen, die ich am wenigsten habe: Öl und Elektrizität. Und dafür brauche ich dann weniger Arbeiter. Das mache ich zwischen den Episoden, werde ich das einstellen, werde es in einzelnen Dings nur einstellen. In einzelnen Gebieten, wo ich zu wenig Leute Arbeitskräfte habe. Schauen. Jing hätte ganz gerne eine auf dem Deckel. Deswegen stellen sie sich hier auf die Seite von Bali. Oh. 17 gegen 39. Ja gut, die Defenses sind so aber das ist eine Katastrophe. Das ist ein Problem für uns.
Okay. Was? Alles wieder beim alten Krieg gewonnen. Und schon haben wir auch unseren Unabhängigkeitskrieg. Mal gucken. So, was? Was ist das? Oranje gegen eine Revolution in Oranje, okay. So, mein Freund, greifst bitte an der Front an und du, mein Freund, greifst bitte an der Reich. Die Leute haben wieder unten eigentlich gar keine. Ja, die haben gar keine Mobilisierung. Gut, dass ich da keine Truppen baue. So, und die Revolution versiegt ihn nicht. Hopefully. So, Metropolitan Railway. The grand opening of the Vienna Metropolitan Railway was received with much celebration. In a speech, the Kaiser congratulated the engineers who made this possible. Engineers deserve a rewards. Plus 100% railway building throughput oder mehr Prestige. Mehr Prestige oder mehr Loyalisten? Ja, mehr Loyalisten natürlich. Yay. Ich sehe. Ah, 1000 Mann, na gut. Kann ich damit leben? Oh, Portugal kämpft auch mit Großbritannien. Genau, wie das Großbritannien da alles niedermäht. Wo ist Pali überhaupt? Okay. Herrschaften an dieser Stelle. Was sagen wir nicht für heute? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann bald wieder. Bis bald. Bis bald.